Willkommen zurück zu einem neuen Part. Ja, heute beginnt somit eine ganz neue Reihe hier auf meinem Kanal. Wir werden uns zusammen eine legendäre Waffe bauen. Ich dachte mir, das könnte vielleicht für den ein oder anderen, der noch nicht so weit ist, der noch relativ neu vielleicht bei Guild Wars ist, oder vielleicht auch für die älteren Eingesessenen, die einfach Lust am Spiel haben, interessant sein. Denn ja, man hat insgesamt 3 Generationen an legendären Waffen. Die Generation 1 Waffen, die du dir herstellen als auch komplett im Handelsposten kaufen kannst. Herstellen kannst du zum einen komplett alles selbst oder du kaufst dir zum Beispiel den Prekursor über den Handelsposten und stellst den Rest selbst her. Diesen Weg werden wir einschlagen. Es gibt insgesamt bei jeder Generation 16 Waffen. Generation 2 Waffen kannst du zum Beispiel gar nicht über dem Handelsposten kaufen. Diese Waffen kannst du dir entweder durch Sammlungen, wie bei Ad Infinitum zum Beispiel, freischalten bestimmte Gegenstände und stellst dann mit diesen Gegenständen den Rest her. Oder du kannst komplett durch viele Ressourcen dir diese Waffe dann herstellen. Und ja, die letzte Generation, die vor kurzem erst hinzugekommen ist, mit End of Dragons, sind die Aurin-Waffen. Und die sehen sehr, sehr schön aus. Wie man sehen kann, an ihrer rechten Hand von euch links gesehen, ist schon Aurins Dolch. Die legendäre Waffe, das war meine allererste legendäre Waffe und ich finde, die sehen einfach super, super klasse aus. Wir werden uns für die Variante entscheiden, dass wir den Prekursor kaufen werden. Die legendäre Waffe, und zwar habe ich mir ausgesucht von Generation 1, die Flammensucher-Prophezeiung. Das ist das legendäre Schwert. Falls du allerdings trotzdem die Lust, Laune und die finanziellen Mittel dazu haben solltest, kannst du dir natürlich selbstverständlich den Prekursor auch selbst herstellen. Und wo du einmal das Rezept dazu findest, zeige ich dir jetzt gerade. Und zwar musst du nach Löwenstein ins Händlerforum, wo die ganzen Berufe sind. Und da hast du 2 nette NPCs, die dir da weiterhelfen. Du musst mit Großmeisterhandwerker Hobbs sprechen. Gehst auf Zeigt mir eure Ware. Und hast hier dann zu allen legendären Teilen, die irgendeine Sammlung beinhalten, ob das jetzt Generation 1 als auch Generation 2 Waffen sind, hast du hier Bücher. Du hast zum Beispiel für Hoffnung hier den Band, für die Düsternis, für Blitz hast du das Band hier und hier wäre die Flammensucher-Prophezeiung. Ich habe dieses Rezept schon einmal damals gekauft, weil ich es damals dachte, genauso wie Blitz, ich stelle mir das komplett selbst her. Dann sind die Preise aber immer weiter gesunken und dann haben wir irgendwann gesagt, nee, wir sind dann so nett und geben den Leuten, die das hergestellt haben, ihr Gold in dem Sinn wieder zurück. Wenn du dann die Sammlungen freigeschaltet haben solltest, findest du diese unter Erfolge, Sammlungen, legendäre Waffen. Und so sieht das Ganze dann aus. Du kriegst dann, wenn du diese ganzen Sammlungen gemacht hast, das sind Fraktale, irgendwelche Orte besuchen, Sachen eintauschen, kann alles Mögliche sein, kriegst du am Ende Truhe des Schurkens, enthält die Essenz der Schurken und Rezepte für den ersten Rang von die Auserwählten. Also es gibt mehrere Ränge, ich meine 3 müssten es sein. Heißt, du kannst es dir dann auch selbst herstellen, falls du das möchtest. So, falls du den Weg einschlagen solltest, wie ich in diesem Falle, dass du dir den Prekursor über den Handelsposten kaufst und den Rest selbst herstellst, kann ich dir eine Seite sehr empfehlen, und zwar GW2 Efficiency. Diese Seite ist wirklich mega, mega cool. Ich nutze sie jetzt schon seit mehreren Monaten, habe mir auch einen Account vor kurzem jetzt erstellt und angelegt und kann sie wirklich jedem nur ans Herz legen. Man muss sich nicht registrieren, weil man hat auch so schon einige Features, die man nutzen kann. Das eine darunter ist der Handwerksrechner. Der zeigt dir bei fast allen möglichen Gegenständen, die ich jetzt gesucht habe, ob es jetzt legendäre Rüstung ist oder irgendwelche Rückengegenstände oder halt die legendären Waffen, zeigt er dir an, in welchen Kostenrahmen du dich bewegen wirst. Und zeigt dir auch an, was du brauchst. Das ist ja immer eigentlich so das Wichtigste daran, dass man sieht, okay, du bräuchtest zum Beispiel jetzt wie hier in dem Fall die Gabe des Metalls. Da brauchst du zum Beispiel viel Orekalko, Mithril, Dunkelstahl, Platin. Du bekommst auch eine Shoppingliste an die Hand und siehst genau, wie viel Materialien du für wie viel mal kaufen müsstest oder dir halt erfarmen würdest und siehst genau, was dich das kostet. Und wenn man jetzt hier guckt, das Schild würde uns 1119 Gold, 54 Silber und 87 Bronze kosten. Da ich angemeldet bin, weiß er natürlich, was ich an Ressourcen schon habe. Heißt, ich werde um einiges weniger zahlen, weil ich zum Beispiel auch was
meiner Meinung nach den Preis enorm hoch macht, sind die mystischen Glücksgläser, weil das einfach 77 Stück sind, die man für Generation 1 Waffen benötigt. Du siehst auch, dass wir allein einmal 100 Goldmünzen benötigen. Wir brauchen ein bisschen Karma, wir brauchen Luftschriftteile, Geisterscherben und Anekdoten der Verlieserkundung. Ich persönlich finde diese Auflistung sehr übersichtlich. Man kann sich individuell alles auf- und zuklappen und sieht genau, dafür brauchst du so und so viel und siehst halt genau, was für Material man wirklich benötigt und welchen Preis es aktuell halt beinhaltet. So, bevor wir jetzt aber groß anfangen, möchte ich dir noch ein paar kleine Tipps mit an die Hand geben, um dir vielleicht ein bisschen das Leben leichter zu machen, gerade um Ressourcen zu holen. Fangen wir mit den ersten Dingen an, und zwar mitunter vielleicht das teuerste, die mystischen Glücksklees. Du kannst zum einen, wenn du viel Fraktale zum Beispiel läufst und nicht irgendwie die Fraktalrelikte für etwas anderes bräuchst, um für zum Beispiel dir die unendlichen Tränke herzustellen, könntest du dir Glücksklees darüber organisieren. Und zwar bei diesem blauen Golem hast du hier ganz unten mystische Glücksklees, die kannst du dir eintauschen gegen 150 Fraktalrelikte, 2 mystische Münzen, 2 Ektos und 2 Geisterscherben. Ebenfalls kannst du dir das auch im Raid-Bereich holen. Wir sind jetzt gerade in Löwenstein am Flugplatz und du hast hier vorne direkt beim Amboss und beim Schwarzlöwenhändler einen Händler. Der dritte Beutel von unten hast du oben mystische Münzen und gibst dafür dann, es sind dieselbe Währungen, die du ausgibst, Geisterscherben, Ektos, mystische Münzen. Statt den Fraktalrelikten gibst du allerdings Magnetitscherben, gibst du dafür dann ab. Das ist der Weg, über den wir uns jede Woche unsere 10 Glücksklees holen. Eine weitere Möglichkeit, um an Glücksklees zu kommen, ist über das WVW, indem du die Belohnungspfade machst. Es gibt welche, die kannst du nur ein einziges Mal machen, die du dir über diese bestimmten Pfade holen kannst. Siehst du meistens, wenn du über die Endkiste gehst, steht da nochmal drin, dass du mystische Glücksgläser bekommst. Am besten schaust du auf der Wiki vorbei, mystische Glücksgläser, da wird dir dann auch aufgelistet, in welchen Belohnungspfaden, wie viel du insgesamt rausbekommst. Das haben wir auch alle durchgemacht, denn die machen auch eine Menge aus. Im Auge des Nordens, das du über die Eisbrutsaga freischaltest, liegt relativ weit oben im Norden im fernen Zittergipfel, hast du eine sehr große Halle, die du dir individuell in Anführungsstrichen einrichten kannst. Hier über diese Händlerin kannst du dir bestimmte Bereiche freischalten, wie den Schwarzlöwenhändler, die Berufe, Lorbeerenhändler, normale Händler und 2 spezielle Händler, über die du dir bestimmte Drohnen kaufen kannst, um Material zu bekommen. Du hast hier den Taktiker Erlanson. Der hat verschiedene Beutel und du kannst dir zum Beispiel Kodan-Vorratskisten kaufen, Skrit-Vorratskisten, Olmakan-Vorratskisten, das geht weiter mit Tengu, Erhabenen, Deltrimor, Ebon-Vorhut und Kristallblüten-Vorratskisten. Meiner Erfahrung nach bringen die meisten Ressourcen die Kodan-Vorräte und die Olmakan-Vorräte. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Und du hast nebendran eine Char-Lady, Trin Eisenschlund. Sie bietet dir auch Sachen an für einen reduzierten Preis, allerdings nur eine einzelne Truhe. Aber du siehst auch Kristall, Ebon, Deltrimor, Erhabenen, Olmakan, Kodan für 2, gerade die mehr bringen, 2 trojanische Verteidigungssiegel, die du übrigens durch die Angriffsmission Drachensturm, falls du dir mystische Glücksklees selbst herstellen möchtest, über die mystische Schmiede, kann ich dir hier bei diesem Händler empfehlen, Zatzel, bei dem Angriffsmissionsfenster, deine grünen Scherben für mystische Münzen zu tauschen. Mit Geisterscherben und 2 anderen eventuell. Bin ich mir aber gerade unsicher, weil ich es halt gerade nicht sehe. Ich werde dir ein Bild einblenden, welche Ressourcen du dann genau bräuchtest. Hier könntest du natürlich auch mystische Glücksklees dir tauschen. Würde ich jetzt auf ein Niveau setzen, wie die mystischen Glücksklees über die Raid-Option mir zu holen. Eine weitere Ressource, die du immer wieder benötigst, sind Obsidianscherben. In der Meerenge der Verwüstung, im Bereich der Kathedrale des glorreichen Sieges, Wegmarke glorreicher Sieg, hast du eine Karma-Händlerin, die dir Obsidian verkauft.
Du kannst einen kaufen für 210 Karma oder direkt 10 für 21.000 Karma. Ich nehme diese Option immer. So, mein Vorteil ist natürlich, wenn ich jetzt hier angemeldet bin und du eventuell auch, wenn ich das Ganze bei Benutze eigene Material mit Ja auswähle, rechnet er mir das Ganze jetzt um, sodass ich einen Restbetrag von 533 Gold, 40 Silber und ein paar zerquetschten nur noch benötige. Ich müsste natürlich jetzt hier wieder anklicken, dass ich trotzdem den Prekursor über den Handelsposten kaufe und zack, er wird dir automatisch hinzurechnen, den Preis, den du zahlen würdest, wenn du ihn für diesen Preis bekommen würdest. Ich werde im Nachhinein einen Auftrag aufstellen und mir den so kaufen und dann dir zeigen, sobald ich ihn habe. Aber wir gucken jetzt mal, was wir denn noch überhaupt machen könnten. Wir bräuchten für die Gabe der Flammensucher-Prophezeiung eine Gabe des Metalls, Gabe der Geschichte, 100 eisige Runensteine und ein überlegenes Sigill des Kampfes. Ich habe mir damals, als das Ganze schon anfing mit legendären Waffen, diese schon gekauft. Ich kann dir ganz kurz zeigen, die ist nicht sehr teuer. Die hat, glaube ich, 8, 10 Silber höchstens gekostet. Also die war wirklich nicht sehr teuer. Habe ich schon geholt. Heißt, wir könnten eventuell heute noch die eisigen Runensteine uns besorgen, dass ihr seht, wo die sind. Die Gabe der Geschichte besteht aus 97, eigentlich 100 Onyx-Magnetsteinen. 250 getrocknet gehärtete Lederflicken, eine Gabe Askalons und ich bräuchte Haufen kristallisierten Staubs 250 Mal. Und die Gabe des Metalls ist mit 250 Orikalkumbarren, Mithril habe ich schon voll, 158 Mal Deltrimor-Stahlbrachen bräuchte ich noch und Platin. Also ich bräuchte noch ein paar Ressourcen, die ich mir dann kaufen müsste. Ihr könnt euch natürlich die Ressourcen auch selbst zusammenfarmen. Manchmal macht es Sinn und manchmal muss man halt wirklich den Kosten-Zeit-Faktor abnutzen. Ich renne gerne über die Karte und mache zum Beispiel die ganzen Erzfarmen, indem ich Platin, Silber, Mithril und Orikalkum farme. Habe ich zwei Videos schon gemacht, werde ich dir in der Infobox verlinken. Falls du daran Interesse hast, kannst du da mal reinschauen. Aber gerade so zum Beispiel die Onyx-Magnetsteine, die sind sehr, sehr selten. Das heißt, ich würde mir sowas wirklich einfach kaufen. Spart Zeit und halt auch das Gesuche auf der Karte gegen Bosse zu kämpfen, weil halt einfach nicht die Drop-Chance so hoch ist, dass man wirklich sagen kann, okay, du machst jetzt diesen einen Fight und kriegst einen mindestens raus. Was müssten wir noch machen? Gabe der Meisterschaft. Die besteht aus einer Gabe der Schlacht, einer Gabe der Erkundung, Obsidianscherben und eine Blutsteinscherbe. Wir haben schon die Gabe der Schlacht, die Gabe der Erkundung und Obsidianscherben haben wir genügend. Heißt, ich würde sagen, wir machen heute die Gabe der Meisterschaft und schauen uns gerade noch einmal die Gabe des Geschicks an. Wir bräuchten eine Gabe der Magie. Die besteht aus den T6-Materialien, die aktuell sehr hoch sind vom Preis und wahrscheinlich noch mehr steigen durch die neue Erweiterung und durch die ganzen Add-ons, die da hinzukommen. Denn wir haben ja eine neue Rüstung, auch neue Waffen kommen hinzu. Und das sind so Materialien, die gerne mal den Preis hochtreiben. Hier haben wir dann auch noch mal eine Gabe der Macht mit T6-Materialien. Und man sieht, ich habe zwar die Fangzähne schon, müsste den Rest aber noch hinzukaufen. Glücksklees habe ich, heißt, die kann ich mir sparen. Das ist auch ein sehr großer Kostenfaktor, wie ich schon erwähnt habe. Und Ektoplasmakugeln kann ich euch gut ans Herz legen, euch Wiederverwertungskits, ob die jetzt aus dem Handelsposten heißt für Diamanten, dass du dir sie da kaufst, oder das ganz normale, entweder jedenfalls hin und wieder mal grüne Sachen, nicht identifizierte, verwerten, aber auch mal gelbe Sachen verwerten, denn gerade da stecken Ektoplasmakugeln drin. Die Gabe Askalons könnt ihr euch mit 500 Anekdoten der Verlieserkundung. Das sind nicht nur Gabe Askalons, da gibt es verschiedene, das sind die Verlieswährungen. Das ist auf jeden Fall Anekdote der Verliese, ist Verlieswährung. Das wurde vor ein paar Wochen, vielleicht maximal ein Jahr, alle Währungen, die es da gab, zusammengefasst. Ich bin sehr dankbar darüber, dass ArenaNet das umgesetzt hat. Das erleichtert eins nämlich extrem, an diese Gaben zu kommen. Ich würde sagen, wir machen für heute, was wir uns auf jeden Fall noch herstellen können, ist die Gabe des Metalls. Da bräuchte ich nämlich nicht mehr viel Orikalkum. Ich meine, ich habe noch was im Materiallager, was noch nicht zu Barren verarbeitet worden ist. Und Dunkelstahlbarren müssten wir mal kaufen. Könnten wir aber auch zur Not kaufen, denn das ist jetzt nicht extrem vom Preis sehr hoch.
Dann würde ich sagen, nehmen wir auch mit rein, dass wir uns anschauen, wo man die 100 eisigen Runensteine bekommt und wir werden die Gabe der Meisterschaft schon herstellen. Dann schauen wir mal per schlauen Wiki, wo wir die eisigen Runensteine denn herbekommen. Einer kostet 1 Gold, heißt 100 Stück sind 100 Gold und wir bekommen sie beim Händler Ronja der Bußfestigen in frostigem Weg Tundra. Das ist im Eisklammsund. So, ich habe unsere Char-Freundin gefunden im Eisklammsund über die Wegmarke Erdbeben. Hier nach vorne, wo mein Gekringel jetzt ist. Ist auch in dem Gebiet, für den das eher was sagt, wo man die Klaue von Jormark zerstört. Da hat man hier diese Felder, wo man dann rumflitzt. Und ich würde sagen, wir kaufen jetzt einfach mal 100 eisige Runensteine. Mein armer Geldbeutel. Aber wir brauchen es und man spart sich natürlich dadurch auch immer wieder das Kaufen neuer Waffen. Und es ist ja auch das Ziel, irgendwann die legendären Sachen zu bekommen. Ob das jetzt Rüstung, Schmuck oder die Waffen halt eben ist so. Möchtest du 100 eisige Runensteine kaufen? Ja, möchten wir. So, ein Teil der Sammlung haben wir gemacht. Man kann diese ins Materiallager legen. Ich meine, das ist aber neu. Das ging, meine ich, vorher noch nicht. Wir machen sie jetzt auf jeden Fall ins Lager, damit nichts passiert. So, in der Nebelsperrenzuflucht, falls jemand diese Welt in Anführungsstrichen nicht hat, einfach nach Löwenstein gehen oder Auge des Nordens oder jetzt in der neuen Stadt über den Foliant nach Aborstein. Auch ein Foliant nach Auge des Nordens gibt es über die Eisblutsaga. Kann man sich kaufen. Würde ich auch immer wieder empfehlen, spart man sich die Portkosten. Gehen wir an die mystische Schmiede hier hinten und kaufen bei der Aufseherin der Schmiede eine Blutsteinscherbe. Kostet 200 Geisterscherben. Man sieht, durch die vielen legendären Waffen und Rüstungsteile gehen enorm viele Geisterscherben drauf. Also hin und wieder gucken, dass man die wieder reinholt. Am besten durch die Abschließung der Beherrschungspfade und dann auf Karten sich aufhalten, Events machen, sich Booster von mir aus gerne auch reinmachen. So, 200 für eine Blutsteinscherbe kaufen wir. Die kann man nicht ins Lager machen. Aufpassen, alles was Richtung Legendären geht, Rüstungsbau, packt es auf die Bank. Nicht vielleicht auch unbedingt auf den Charakter, weil da kommt man dann trotzdem mal schnell drauf. Ach komm, ich zerstöre es oder ich verkaufe es und dann muss man es sich nur machen. Suchen wir mal ein Plätzchen, beziehungsweise suchen wir mal das andere, was wir dafür brauchen. Wir brauchen eine Gabe der Schlacht, die haben wir hier. Über die Taste Alt könnt ihr ein Item rüberziehen und einen individuellen Betrag jetzt eingeben. Heißt, wir hätten das zusammen. Wir brauchen 250 Obsidianscherben. Noch schärfer. Und die Gabe der Erkundung. Haben wir zwei. Gabe der Erkundung, hier nochmal am Rande eine Info, die bekommt man über den Grundkartenabschluss. Also alle Gebiete vom Hain nach Götterfels, Richtung Löwenstein, Richtung Askalon, Richtung Eisklammsund, alles so, was die Grundkarten sind, die von den Gebieten unter 80 sind. Alle darauf folgenden Karten sind immer ab Level 80. Heißt, Grundkarte fertig machen, bekommt ihr zwei Gaben der Erkundung, heißt, ihr könnt zwei legendäre Waffen darüber herstellen. So, das haben wir dann. Gabe der Erkundung, Gabe der Schlacht, eine Blutsteinscherbe und 250 Obsidianscherben. Das geben wir jetzt in die mystische Schmiede und passt genauest auf, was ihr anklickt, denn die Schmiede kann euch auch schnell mal was kaputt machen. Man kann zwar immer noch den Support kontaktieren, aber genauest gucken, was ihr auswählt, damit auch genau das rauskommt, was ihr benötigt. So, wir schmieden und bekommen eine Gabe der Meisterschaft. Heißt, wir haben schon einen Unterteil für unser Schild. So, ich habe die Seite gerade einmal aktualisiert und man sieht jetzt genau, dass die Seite weiß, wenn man sich registriert hat, ah okay, eine Gabe der Meisterschaft ist schon vorhanden. Wir haben auch hier jetzt schon den Haken drin, rein theoretisch, dass wir die Runensteine haben und werden jetzt noch die Gabe des Metalls machen. Und bräuchten dafür dann nochmal 15,8 Gold ungefähr.
So, für die Gabe des Metalls bin ich jetzt einmal auf meine Waffenschmiedin gewechselt, denn die Gabe des Metalls kann nur die Waffenschmiedin herstellen und sie kann aber auch Gift, Knochen, Staubs, Schuppen, Klauen, Fangzähne, Totem, Blutes herstellen. Das sind die, die man auch zum Beispiel für die Rüstung braucht. Und wir benötigen jetzt eine Gabe des Metalls. Wir haben Platin schon voll und Vitri. Wir bräuchten so ein bisschen Dunkelstahl. Und wir müssten dafür Platinerz kaufen. Das kaufen wir jetzt einmal im Handelsposten ein. Und benötigen dann nochmal 120 Stück. Und werden zugleich, damit wir nicht doppelt laufen müssen, die Orichalcum-Barren holen. Wir werden erstmal alle 74 Barren machen. So, auch Orichalcum werden wir kaufen. Ein ganzes Stack. Und dann nochmal 102 Stücke. So, nachdem ich jetzt die Materialien abgeholt und weiterverarbeitet habe, kann ich mir eine Gabe des Metalls, die wohlbemerkt schon legendär ist, herstellen. Und somit haben wir einen weiteren Teil für unser legendäres Schild. Das kommt jetzt auf die Bank, dass es ja nicht gelöscht wird oder in irgendwie einem der Charaktere verschwindet. Auch die GW2 Efficiency Seite hat sich aktualisiert und weiß, dass wir jetzt eine Gabe des Metalls haben. Also bräuchten wir rein theoretisch nur noch die Gabe des Schicksals. Eine Gabe des Geschicks müssen wir noch herstellen. Dann können wir die Gabe der Flammensucher-Prophezeiung herstellen. Ich werde nebenbei den Prekursor jetzt noch in den Handelsposten in Auftrag geben, damit mir jemand den verkauft. Und ja, in dem nächsten Teil können wir uns dann an eine der weiteren Unterschritte wagen. Vielleicht machen wir die Gabe des Schicksals. Ich werde in der Zeit wieder ein bisschen Gold zusammenfarmen. Es ist sehr goldfressend intensiv, aber gerade wenn man schon mal zum Beispiel die Glücksgläs hat oder sich günstig den Prekursor schon mal ersteigern kann, macht das schon einen Unterschied im Gold. Dann hoffe ich sehr, dass dir dieser Part gefallen hat und freue mich natürlich sehr, wenn du im nächsten Part wieder mit dabei bist, wenn wir weiter an unserem legendären Schild basteln und uns das herstellen. Würde mich natürlich diesbezüglich sehr über einen Like und einen Kommentar freuen, falls du das machen möchtest und falls du ganz neu bist. Dann, ich bin Anna und wir spielen zusammen Guild Wars 2, erkunden die ganzen Staffeln, die Welten, besiegen Bösewichte und gehen spannende Abenteuer an. Und falls dir das Ganze gefällt, dann darfst du gerne auf den Abo-Button klicken. Und das ist natürlich alles kostenlos für dich und unterstützt mich zugleich. Ja, dann freue ich mich sehr auf den nächsten Part mit dir und hoffe du natürlich auch mit uns. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.